Welche Hoffnung hätten Sie denn gerne, meine Damen und Herren? Heute ist Montag, der Tag der Hoffnung, der Tag der steigenden Aktienmärkte, so auch heute. Und die Frage ist, ja, welche Hoffnung hätten Sie denn gern? Aktuell läuft sehr, sehr gut. Brexit-Hoffnung, der neueste Schrei aus Lutetia gewissermaßen. Wir haben dann noch die Klassiker Stimulus-Hoffnung. Jetzt haben wir aktuell wieder die Fed-Hoffnung im Angebot. Am Mittwoch ja die Sitzung der Notenbank. Und Nostalgiker vielleicht interessieren sich für Handelskrieg-Hoffnung. Da haben wir zwar derzeit jetzt nicht ein neues Produkt im Angebot, aber es ist eben alles möglich. Wir sehen also wieder steigende Kurse aufgrund, naja, etwas vager Dinge. Gut, wir haben Stimulus-Hoffnung, wir haben vor allem jetzt Impfstoff-Hoffnung, nachdem heute wohl die Impfungen in den USA beginnen werden. Also der Klassiker, Montag ist ja normalerweise Impfstoff-Hoffnungstag. Am 9.11. kam diese Meldung von Pfizer-BioNTech. Das war ein Montag. Und jetzt haben wir allerdings die Situation, dass die größte Volkswirtschaft in Europa, nämlich in Deutschland, in den harten Lockdown geht. Und das passt nicht so ganz zusammen. Eine vage Hoffnung, die jetzt aktuell vielleicht die relevanteste ist, in Sachen Brexit und der harte Lockdown der wichtigsten Volkswirtschaft in Europa. Schauen wir uns mal hier das Statement an, das hier die EU gegeben hat. Wir haben hier einen nützlichen Austausch gehabt und obwohl wir jetzt immer wieder die Deadlines verpasst haben, das ist sozusagen das Eingeständnis, wie hier Forex Live kommentiert, dass diese Deadlines einfach nur noch ein Witz sind. Es ist einfach nur noch lächerlich, was da passiert. Jetzt versuchen wir nochmal alles. Wir gehen die extra Meile. Und damit hat man natürlich dann auch vor den Geschichtsbüchern, falls es keinen Deal gibt, gesagt, okay, wir haben wirklich alles versucht. Wir haben noch den letzten Joker gezogen. Alleine es hat vielleicht nicht gereicht. Schauen wir uns mal hier diesen Kommentar an. Ja, eines Finanzmarktweltkommentators, Ende Oktober Ultimatum, Mitte November Ultimatum, Ende November Ultimatum, dann Ultimatum 7.12., dann Ultimatum 9.12., jetzt hatten wir das Ultimatum 13.12. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Wann kommt das nächste Ultimatum, das dann schön verstreichen darf? Hier jetzt die Situation offenkundig nach neuesten Berichten, dass man schon irgendwie ein bisschen einen Grund gefunden hat, eine gemeinsame Basis aber noch sehr weit auseinander liegt. Und je tiefer man dann in die Sache geht, umso mehr Probleme machen sich dann auf. Also es wird sehr, sehr schwierig. Es dürfte nicht gerade einfach werden. Jetzt vor allem sagte das EU-Parlament, dass die ganze Geschichte ja ratifizieren muss, also mit uns nicht, liebe Herrschaften, das geht so nicht. Wir werden jetzt nicht ein 1000-Seiten-Werk mal eben innerhalb eines Tages verabschieden können. Das heißt, das wird schon wahrscheinlich gar nicht klappen, was hier die Ratifizierung betrifft durch das EU-Parlament in Straßburg. Also das sind natürlich alle sehr, sehr merkwürdige Dinge. Und jetzt kommt nicht nur auf die EU, sondern vor allem auf UK wahrscheinlich eine relativ schwere Zeit zu. In Dover ja schon lange Schlangen von LKWs. Das dürfte sich noch verstärken. Hier jetzt Warnungen, dass die Automobilproduktion in UK zusammenbrechen wird, wenn jetzt nicht bald was passiert, weil eben die Teile nicht durchkommen. Die kommen eben nicht über den Ärmelkanal aufgrund der Stausituation und das wird nicht besser. Das wird eher noch schlimmer jetzt in nächster Zeit. Also ein ziemliches Chaos. Letztendlich ist also diese Hoffnung, dass da doch noch eine Lösung passiert. Naja, was ändert es? Es wird so oder so extrem teuer. Mit einem Deal wird es etwas weniger teuer, mit einem oder ohne einen Deal wird es extremst teuer. Das ist doch das Problem. Kommen wir jetzt zu harter Lockdown. Was wird das bedeuten? Wir haben hier eine Prognose der Berenberg Bank. Die Grafik habe ich entnommen vom heutigen Morning Briefing von Gabor Steingart, by the way. Wir sehen also hier viertes Quartal jetzt die Prognose minus 1,8%. Der Einzelhandel, in dem 6 Millionen arbeiten, 6 Millionen Angestellte arbeiten oder 6 Millionen Mitarbeiter tätig sind, mit massiven Problemen. Einige Sachen bleiben ja auf, aber viele schließen jetzt. Im Weihnachtsgeschäft wird natürlich wahnsinnig Umsatz wegfallen. Der Staat garantiert jetzt zumindest für einen Teil der entgangenen Einnahmen. Wie soll das weitergehen? Soll man immer irgendwie bezahlen? Schauen wir uns hier mal die Kurven an in Sachen Corona. Dann sehen wir, dass Deutschland nie diese ganz steile Kurve hatte, aber eben auch null nach unten ging es seit der Verhängung des Lockdowns. Anfang November war das, glaube ich. Während Frankreich hier mit Zahlen massiv nach oben geschossen ist, jetzt unterhalb von Deutschland liegt. Ähnliches sehen wir bei Spanien. Also wir haben sozusagen eine flachere Kurve.
hier in Deutschland als Franzosen und Spanier etwa. Aber es ist eben nach wie vor ein Problem. Jetzt auch im Ausland, die Niederlande dürften jetzt heute wohl auch einen harten Lockdown verhängen. Wir sehen, dass in Stockholm 100% der Intensivbetten belegt sind. Da muss man jetzt Hilfe anfordern. Also das ist sozusagen jetzt der letzte Versuch, nachdem vorher vieles gescheitert ist, nachdem man sich nicht da durchringen können, nachdem man Präventionsmaßnahmen nicht wirklich konsequent durchgeführt hat, nachdem die Ideologie war, wir müssen unbedingt die Schulen auflassen, jetzt schließt man die Schulen doch. Natürlich sind die Schulen ein gewisser Infektionsherd, man wollte aber sozusagen nicht drüber sprechen. Ich hatte Informationen von Gesundheitsämtern, von Mitarbeitern, die gesagt haben, hier, was wir hier an Schulen schließen, an Quarantäne, hier erklären, das ist massiv, da wollte aber in der Öffentlichkeit keiner so richtig drüber sprechen, weil eben das Thema war, wir müssen die Schulen auflassen, jetzt werden sie doch geschlossen. Naja, das hätte man vielleicht früher machen können, sei es drum. Schauen wir uns jetzt mal die Frage an, ja, wer bezahlt das eigentlich alles, diese Milliarden und Billionen, die hier rausgehauen werden? Olivier Blanchard hat das mal auf den Punkt gebracht, ja, ist es denn der Steuerzahler? Bisher nicht, noch werden die Steuern nicht erhöht, aber das wird kommen wahrscheinlich, zumindest wird man darüber laut sprechen, sehr, sehr bald. Aber die Antwort ist zunächst mal, es sind Investoren, die bereit sind, offenkundig einen Negative Rate, also negative Zinsen in Kauf zu nehmen oder zumindest Zinsen in Kauf zu nehmen, die unterhalb der Inflation liegen. Mithin verlieren die also so und so Geld. Aber es ist eben das Spiel. Man sagt, Schulden werden immer zurückgezahlt, irgendwann, irgendwie, indem man einfach die Zahlungsversprechen in die immer weitere Zukunft verschiebt. Da kann man eben dann die Illusion aufrechterhalten, als würden diese Schulden irgendwann zurückgezahlt. Und schauen wir uns mal hier das Verhältnis zwischen globalem Wohlstand und globalen Schulden an. 1990 war das genau ausgeglichen. Da hatten wir 80 Billionen an Wohlstand, an Vermögen. Und wir hatten 80 an Schulden. Jetzt haben wir 225 an Vermögen, Billionen und 277 an Schulden, also eine Steigerung von 246%, während der Wohlstand nur um 181% gewachsen ist. Und der ist vor allem in den Händen einiger weniger sehr stark gewachsen, nicht in der Hand der allermeisten. Und das alles sehen wir jetzt hier zum Beispiel mit diesen Investoren, die hier offenkundig bereit sind, die Zeche dafür zu bezahlen. Wir haben jetzt einen neuen Allzeitrekord mit über 18 Billionen an Anleihen, die mit der Negativrendite versehen sind. Nicht schlecht. Wir sehen auf der anderen Seite, dass auch der Wert der Anleihen immer weiter steigt auf jetzt knappe 67 Billionen Dollar. Was ist, wenn man irgendwann feststellt, diese Anleihen sind vielleicht doch nicht das wert, was ich geglaubt habe, aber es gibt eben die Garantie durch Notenbanken indirekt und durch Staaten, dass man da niemand hängen lässt, indem man eben praktisch die Deadlines immer weiter nach hinten verschiebt. Das ist so diese Brexit-Methode. Man zahlt natürlich die entsprechenden Anleihen zurück, aber nimmt dann immer wieder neue Schulden auf. Es ist also ein gigantisches Ponzi-Schema, wenn man so will. Man bezahlt neue Schulden, indem man alte Schulden hier eintreiben kann. Also es ist ein Trauerspiel sondergleichen. Gleichwohl sagte Morgan Stanley, wir sind bullish für die Aktienmärkte, denn die ganze Geschichte geht 2021 weiter. Da werden die Notenbanken weitere 2,8 Billionen in die Märkte pumpen. Es ist ja nicht der Aktienmarkt, in dem man das pumpt, außer die Bank of Japan, sondern vor allem in die Anleihenmärkte. Aber dann bleibt eben den Investoren teilweise nur noch die Flucht in die Aktienmärkte mit all den Folgen. Gleichwohl haben wir in der letzten Woche ein bisschen was verloren, 300 Milliarden. Na, das ist ein Fliegenschiss auf Deutsch gesagt, da braucht sich doch keiner mehr aufregen. Insgesamt sind wir damit noch bei einer Marktkapitalisierung von 114% des globalen BIPs. Und wenn wir uns mal die einzelnen Aktien anschauen, zum Beispiel im S&P 500, dann sehen wir, der durchschnittliche Preis einer S&P 500 Aktie ist jetzt 163 Dollar. Wir waren noch im Jahr 2009, 2010 bei 45 Dollar. Und da könnte man doch überlegen, mal ein paar Aktiensplits zu machen, gell? Und dann die Aktien noch viel, viel weiter steigen, so wie Tesla und Apple das gemacht haben. Die sind jetzt viel wertvoller, seit sie Aktiensplits gemacht haben. Das ist ja auch etwas, was den Wert eines Unternehmens deutlich nach oben bringt. Schauen wir uns mal demgegenüber die Fakten an. Hier ist zum Beispiel, was haben wir denn an Earnings Growth, also praktisch
Die Gewinne, sind die gewachsen oder sind sie gefallen? Und da haben wir eigentlich nur den Bereich Healthcare, wo die Gewinne gewachsen sind, relativ deutlich. Utilities, die ganz schlecht gelaufen sind, also Versorger. Und wir haben vor allem ganz hinten die Werte, die jetzt so toll laufen, Industrials und Energy, Energie praktisch mit einem totalen Einbruch, was die Earnings betrifft, was also die Gewinne betrifft. Das gilt eben auch für die Umsätze. Hier sehen wir Industrials und Energy weiterhin absolutes Schlusslicht, aber die Aktien, die jetzt aus diesem Sektor kommen, die werden aufgrund der Impfstoffhoffnung nach oben gejazzt. Es ist ein reines Wunder. So, und heute haben wir das Electoral College. Das heißt, wir haben die Wahlmänner in den Bundesstaaten, die heute ihre Stimme abgeben werden. Und Donald Trump hat Ende November gesagt, ja, ich werde das Ergebnis des Electoral College akzeptieren, werde also das Ergebnis der Wahlmännerstimmen akzeptieren. Jetzt ist es so, dass ja Joe Biden über 300 hat, Donald Trump etwas weniger. Er hatte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, noch die Hoffnung, dass hier einige Bundesstaaten oder das Ergebnis einiger Bundesstaaten für ungültig erklärt wird. Diese Hoffnung hat sich jetzt praktisch 100% zerschlagen. Die Trump-Administration hat 60 Klagen eingereicht. Der Track Record ist 1 zu 59. Man hat einen gewonnen, 59 verloren. Das ist also Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart hoch 10, könnte man sagen. Nicht gerade wirklich von Erfolg besiegelt. Und jetzt auch eine Drohung von Donald Trump gegenüber Kemp, dem Gouverneur von Georgia, der sich ja geweigert hat, mit anderen dieses Ergebnis in Georgia nicht zu ratifizieren. Also es ist ein Hauen und Stechen jetzt. Trump droht hier auch, das Ganze könnte schlecht ausgehen bei den Senatswahlen am 5. Januar. Da gibt es ja diese Nachwahlen, die dann entscheidend sind, ob die Republikaner die Mehrheit im Senat behalten. Aber nach Stand der Dinge ist heute dann endgültig Schluss mit der Präsidentschaft von Donald Trump. Die geht natürlich noch weiter bis zum 20. Januar. Aber dann würde das Ergebnis für Biden offiziell, das haben viele, die dem Trump die Daumen drücken, nach wie vor noch nicht so richtig vielleicht verinnerlicht. Aber jetzt ist es wohl nicht mehr zu verhindern. Und damit endet dieses Kapitel absehbar. Naja, wir werden sehen, dass die Welt auch so weitergeht. Für die Trump-Fans ist es ja immerhin so, dass wahrscheinlich der Senat republikanisch bleibt. Also die Furcht, dass da jetzt sofort der Sozialismus einzieht, die ist doch weitgehend unberechtigt, weil eben ein Gegengewicht bei den Republikanern noch bestehen bleibt, wenn sie den Senat behalten. Dementsprechend wird die Welt nicht untergehen, auch nicht für die Trump-Fans. Und sicherlich wird jetzt in dieser Woche natürlich der Fokus sich richten, auf die Fed am Mittwoch. Wir haben wichtige Daten aus den USA, Einzelhandelsumsätze, die enttäuschen könnten. Wir haben dann am Freitag den großen Verfall. Das sind die Dinge, aber heute haben wir erstmal Montagsoptimismus. Und wie gesagt, Sie können sich den Grund für steigende Aktienmärkte aussuchen. Einen Optimismus haben Sie immer frei. Wählen Sie einfach den, der am besten zu Ihnen passt. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.